Hoffen wir doch mal, dass dieser Part nicht so chaotisch wird wie der letzte. Oh ja, das wäre in der Tat nicht schlecht, denn das war wirklich ein bisschen Gaga. Nur es wäre jetzt lustig, wenn wir dann hier trotzdem nicht weiterkommen, weil wir die Karte nicht haben. Ja, die Karte ist irgendwo verborgen im Nirgendwo und ich hoffe, wir werden sie finden. Ja, wir müssen sie finden, weil bei den Leuten da im Gefängnis, da ist ja nun nichts mehr. Oh Gott, ich dachte gerade, sie fällt voll in die Stille rein. Es wäre Lara zuzutrauen gewesen, dass sie so denkt, ach nö, die Kante halt, da halte ich mich jetzt mal nicht fest. Nö, lassen wir uns mal in den Tod fallen oder so. Was wird das? Man kann Wie? sich doch auch so runterlassen. Ja, aber möchte ich jetzt nicht. Okay. So. Was wird das? Ach ja. Ja. Vielleicht, wenn man einfach mal darüber springt? Ja, dahinter ist ja noch ein Ding. Und hier kommen wir besser wieder hoch, glaube ich. Also das. Wir verlassen uns jetzt mal nicht auf den Typen, sondern können wir den nicht von hinten irgendwie erdolchen mit einem unsichtbaren Dolch oder so? Nein. Ja, baller du mal. Ein schöner Ach, Trick. das geht dann auch auf. Ah, und hier ist ein Schalter. Okay. Der macht was? Keine Ahnung. Wo ist der Tuppes? Was ist das denn hier? Ja, Die irgendeine Schalt. Überwachungsanlage. Anscheinend so eine Schaltzentrale. Oh. Ach ja, gut, unsere Freunde sind da. Ach, wir Tötet brauchten ihn! gar nicht die Dings. Nee, aber die brauchen wir. Vielleicht hat der die jetzt sogar. Ja, stimmt. Wenn der stirbt, einfach, dass wir die. Ja, stimmt, sonst hätten wir es ja wahrscheinlich auch gar nicht reinlassen brauchen. Damit der jetzt endlich stirbt. Ja, er hat sie gehabt. Was ist das denn für eine große Ding? Riesengroß. Nee, das war die Munition. Und die Karte. Codekarte Typ A. Ja, das sah aber sehr groß aus, das Viech. Ja, das war wirklich sehr groß. Ja, dann setzen wir mal Codekarte Typ A ein. Typ A. Lässt nur noch Typ B auf sich warten. Wahrscheinlich. Naja, die Jungs sind ja mit da, da braucht man ja keine Angst zu haben. Hoffentlich gehen die Türen hier nicht noch auf oder so. Gott. Wohnt hier noch irgendwer oder so? Nein, okay. Das kriegen wir noch nicht auf. Da ist aber ein Schalter drin. Yes. Was steht da eigentlich? Das sieht total komisch aus, die Schrift. Eid, oder? A, ist das ein A? Oder B? Beid? Irgendwie habe ich gerade von, ja, jetzt die Band richtig auszusprechen. Sie schreibt sich Sabaton. Wahrscheinlich spricht man sie ein bisschen anders aus. Aber davon habe ich gerade das Lied Resist and Bite im Kopf, durch dieses Bite. Oh. Da ist da etwa die Küche. Ja, gut, da muss Lara dann auch rein, weil Frauen und so, ne? Küche. Ja, der Schaller wird dann bestimmt dieses komische Dings da öffnen. Wahrscheinlich. Na, hier ist die Kantine von denen. Na, dann essen wir mal lecker. Na, was gibt's denn? Nichts? Schmeckt bestimmt gut. Habe ich auch schon oft gegessen. Ja, ich auch. Ah, hier kann Aha. man rein. Schön. Da braucht man aber nichts. Ach, hier ist das Badezimmer. Guten Tag. Stören wir hier zufällig jemanden beim Pinkeln? Nö, sieht nicht so aus. Das sieht alles so steril aus, irgendwie total Ja. komisch. Und hier ist ein Lager. Die Küche. Och nee, das war so ein blödes Schieberätsel. Nein. Och nee, das weiß ich noch. Das war total schön. Nicht. Ach. Was musste man hier nochmal machen? Ich muss erst mal Überblick bekommen. Ich auch. Oh. Das sieht so aus, als würde hier nachher Feuer kommen. Na, hier kann man aber nicht. Hier kann man nicht hoch. Was soll das dann? Nö, man kann da nirgends hoch. Vielleicht fällt man dann irgendwo runter oder so. Was müsste man hier nochmal machen? Schieben. Ja, das Ding hier wird sich ja wohl kaum schieben lassen.
Nein, das solltest du. Was machst du eigentlich? Hängst du dann nur da dran? Nö. Weil da kann sie sich ja nicht hochziehen. Nee, das schiebt sie nicht. Ja, aber wohin? Wofür? Ja, das können wir vielleicht einmal nach vorne schieben. Würdest du es bitte schieben? Sie will es nicht schieben. Ach, Nee. zieht die nicht nur von einer gewissen Seite? Da war doch irgendwas. Irgendwas war. Nein, Lara, bitte, mach doch keinen Quatsch. Nee, du kannst nur die hintere schieben. Nee, die könnte sie ja auch zumindest einmal nach vorne schon mal schieben, ne? Ja, nein, aber du kannst nur die schieben, weil die schiebbar ist. Ah. Sag ich doch. Die ist schiebbar. Aha. Ja, und Moment. das Rätsel ist ja eigentlich ganz einfach. Ja, aber wofür brauchen wir die Kiste? Die Kiste brauchen wir, um darüber zu, um da vorne drauf zu kommen. Ich erkläre es dir gleich. Ja, danke. Ich check nämlich hier jetzt gerade gar nichts. Oh Mann. Ach, ich liebe Schieberätsel. Ach, das ist doch kein Rätsel, das ist doch easy. Dann läufst du da jetzt rum, ziehst das Ding wieder, läufst wieder rum, schiebst das Ding wieder, läufst wieder rum, ziehst das Ding wieder, läufst dahinter, ziehst das Ding wieder und schiebst das Teil wieder und dann hast du es doch schon. Ja. Ist Jetzt, doch easy. wo du es sagst. Jetzt, wo du es sagst, ist das alles glasklar. Nee, also das hier ist jetzt wirklich nicht schwer, aber ich verstehe den Sinn noch nicht so ganz. Und dann sagt sie so, ja, Schieberätsel, i, das ist doch kein Rätsel. So, wo soll die Kiste deiner Meinung nach jetzt hin? Wir schieben die jetzt einmal, wir ziehen die jetzt einmal nach da Nach halt hinten. links, genau, Warum gehst du ja. da nicht hoch, Lara? Stell dich halt an. Ach so, um da. Yes. Aha. Ja gut. Oh Mann. Bescheuert das. Das ist bescheuert. Das kostet doch nur unnötig Zeit. Bloß das, was ich vermute, dass wir da hochkrabbeln müssen, um da reinzukommen, weil sie wird doch jetzt bestimmt nicht. Ach doch, sie klettert hoch in die Ah, Stufen. okay, und dann kommt man hier auch raus. Das sieht hier nicht schön aus, aber es sind keine Fallen. Es ist rosa, es ist doch schön. Ja, so lila. Das ist Was bringt das uns? ein Oh, Schalter. der macht bestimmt das Feuer an. Na, das ist jetzt gerade nichts. Eine Tür ist gerade jetzt irgendwie. Ja, ist jetzt die Frage. Ist da jetzt Wasser? Ja. Ah, okay. Warum geht die Tür dann, warum ist dann erst Wasser da und dann geht die Tür zu? Das ist irgendwie, Ja, witzig. vielleicht damit es nicht überschwemmt wird. Und jetzt können wir dann hier hin. Genau. Ja, aber dann hätte die Tür doch zuerst zugehen müssen, weil sonst das ganze Wasser wieder rausgeht. Ah, Ja, Feuer, das Feuer ist die oder sowas, Logik von. ja. Schön. Wir haben nicht gespeichert. Ja. Ja. Musste jetzt das Ganze nochmal. Nein. Nein. Ich will nicht. Really jetzt? Hier haben wir gespeichert. Sind wir dumm? Ah. Das tut weh. Ach, der Typ geht gerade nach da hinten. Machen wir ihn vielleicht mal nicht auf uns aufmerksam. Entschuldigung, Leute. Jetzt kommt so, warum hast du nichts gesagt? Wir hätten doch speichern können. Ja, das passiert schon mal. Scheiße. So, kommt her, Jungs. Tut uns was Gutes. Wo ist der Kollege? Wo ist er denn? Ah, da ist er. Und er sieht uns halt einfach nicht. Ja, der ist auf die anderen aufmerksam geworden. Ach so. Nein. Hä? Er lässt sich jetzt einfach töten, weil er uns nicht. Ist. Was? Ist der behindert? Was? Ach, jetzt hat das mal geschnallt. Aha.
Ja, das hast du aber schnell geschnallt. Tschüss. Wer jetzt gestorben ist, puha! Oh Mann. So, versuchen wir das jetzt alles ein Müh schneller. Ja, die hauen sich immer so in die Fäuste, die Typen. Also so müssen ja verdeutlichen, oh, wir sind so brutal. Vielleicht geht's ja jetzt, dass die Tür zuerst zugeht und dann das Wasser. Ja, weil anderweitig. Oder das ist dann das Ding, was dann über uns aufgeht. Das kann natürlich sein, dass das dann erst später. Weil andersrum würde das Wasser ja wieder rauslaufen. Das ist bestimmt das Wasser von der Klospülung. Bäh, lecker. Dann schwimmt Lara einfach mal so da drin rum. Lecker. Ah, ist ja nicht so, als hätten wir das eben schon Falsch. mal. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Möchtest du nicht irgendwas aus deinem Leben erzählen oder so? Oh Keine je, was Ahnung. gibt's denn aus meinem Leben zu erzählen? Oder irgendwas Jetzt. Lustiges, weil wir müssen die Zeit ja gerade irgendwie überbrücken. Ach Gott, was Lustiges? Was gibt's denn Lustiges? Weiß Gibt's ich irgendeinen nicht. Witz, was man vorlesen kann? Keine Ahnung. Ich habe keinen Witz. So, Schieb und Schub und Schab. Ah, das ist so unnötig. Was sich die Entwickler dabei gedacht haben, einfach ja, ein bisschen Zeit verschwenden, anstatt dass sie mal ein bisschen nachdenken. Ne. Kann man natürlich machen. Richtig. Ja gut, aber dann kann ich was sagen, das fällt mir gerade mal so ein. Ja, so in letzter Zeit dürfte euch ja aufgefallen sein, dass ich mir mit den Kommentaren sehr viel Zeit lasse, die zu beantworten. Also das betrifft jetzt nicht nur Tomb Raider 3 und das betrifft auch nicht nur bestimmte Leute, das ist allgemein so. Also nicht, dass ihr denkt, ja, liegt's an mir, dass sie nicht antwortet oder so. Das ist halt einfach, weil, ja, man nimmt sich vor, okay, wenn ein Kommentar kommt, beantwortet man es direkt und dann dauert das und dauert das und dann irgendwann hat man auf einmal so bei seinen E-Mails 50 Kommentare, die man sich angesammelt hat und muss die dann noch beantworten. Und das habe ich heute getan. Also ich habe bestimmt mindestens 50 Kommentare beantwortet mit Nachrichten von Facebook und überhaupt und da Kommentare. Und deswegen bin ich auch ein bisschen aufgedreht und auch nicht so ganz da, keine Ahnung. Na, und das ist, wächst mir teilweise alles so ein bisschen über den Kopf. Also, wie gesagt, ich versuche alles zu beantworten und das hat nichts mit euch zu tun, wenn ich mal nicht antworte. Ja. Ja. Es ist leider niemand eine Maschine. Richtig. Nee, das Tor ist jetzt erst wieder zugegangen. So, da brauchen wir noch nicht zu speichern. Ach, da ist jetzt auch Wasser. Kommt das tatsächlich von da? Ach, die Tür ist dann zu. Klospülung. Das ist echt lustig. Dann kann das Wasser nur von da kommen. Ja, natürlich. Bestimmt hat sich da jemand zu oft die Hände gespült. Oder auch Oder? nicht. Oder sagen wir, wollen wir hoffen, dass sich da jemand oft die Hände Ja, ich gewaschen hat. hoffe es eh. So, jetzt nicht darunter fallen. Das ist aber schon ein bisschen fies, wenn man das da nicht sieht. Naja, aber man hört es, dass da unten irgendwas ist. Was ist da? Ja, natürlich, aber wenn Nichts. man schnell rennt, ne? Okay, was ist das hier für ein Gebilde? Das ist irgendwie. Oh, das sieht ja schön aus. Irgendwie ja. Aber hier ist bestimmt ein Secret oder so. Ha, denkt ihr, da fallen wir drauf rein? Hier doch dann bestimmt auch wieder. Das hätte man bestimmt alles hangeln können, oder? Ja, wahrscheinlich, aber so geht's ein bisschen schneller. Ja, natürlich, aber wenn man sich jetzt nicht traut, darüber zu springen. Sag mal, was ist denn das für ein Level? Das ist ja Ein komisch. Hochsicherheitstrakt. Ah! Aha. Wir sind hier drin jetzt wieder. Und was Und bringt das ja, uns? das. Aha. Hä? Jetzt können wir hier hin. Schön.
Da ist nichts. Ah. Aber wir haben immer noch keine Waffen. Wie viele Schalter haben wir heute schon betätigt? Einige. Ah, die Küche ist nicht mehr befeuert. Kommen wir hier jetzt nicht mehr... Doch, die Tür ist doch auf. Naja, aber ob wir hier dann auch wieder... Oder kommen wir das nicht? Weil... Ja, das bringt ja nichts. Doch, da hinten ist doch das Loch schon. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, aber wenn doch die Tür aufgeht, dann müssen wir doch wieder da rein. Bestimmt. Ja, aber da hinten ist das Loch doch. Nein, Lara, du sollst dich nicht da hochziehen, du Otto. So. Weil hier kann man nämlich, glaube ich, nicht mehr zurückspringen. Wegen der Rutscherei. Obwohl doch, da wäre man noch... Den Sprung hätte man noch machen können. So. Aber den hier wahrscheinlich nicht mehr, oder? Das muss sie doch schaffen. Ich lache mich jetzt kaputt, wenn sie es nicht schafft. So. Jetzt ab darüber nochmal. Okay, ja gut. Hätten wir das mit dem Dings auch wieder unnötig gemacht, mit dem Hangeln? Ja, aber nicht, dass wir jetzt ein Secret verpasst haben. Nö, wir da hinten... Hier ist das Loch doch direkt. Hier ist das... Ja, aber wieso ging das dann da auf? Das hört sich irgendwie so an, als wäre das noch an. Keine Ahnung. Ist es aber Gott sei Dank nicht. So schnell runter von den Herdplatten, bevor sie sich doch wieder entscheiden anzugehen.